bisschen was erzählen, und zwar über meine Tattoos. Das hat sich ein Zuschauer schon vor längerer Zeit mal gewünscht in den Kommentaren, dass ich hier darüber was erzählen soll, was die bedeuten und so weiter. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich das wirklich machen soll, weil es halt doch ziemlich persönlich eigentlich ist, aber ja, ich dachte mir jetzt halt so, andererseits, ich habe eh nur um die 50 Abonnenten, und wer wird das schon groß sehen? Also von den Leuten, die mich jetzt persönlich kennen, schaut sich das ja eh kein Mensch an. Und von dem her ist es ja eigentlich egal. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Genau, also das wird jetzt im Prinzip reines Erzählvideo. Also ich weiß nicht, vielleicht werde ich im Hintergrund noch so ein paar ASMR-Geräusche einblenden. Aber ja, mal gucken, wie gesagt, ich weiß noch nicht. Ich habe hier auch noch ein paar Sachen rumliegen, noch von den letzten Videos, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt, ne, weil ich will mich jetzt eher darauf konzentrieren, was ich zu erzählen habe, und deswegen, ja, okay. Ach ja, des Weiteren kann ich die meisten meiner Tattoos nicht zeigen, weil die an total blöden Stellen sind, wie zum Beispiel an meinem Fuß. Und deswegen werde ich die irgendwie einblenden, also mit so einem Foto. Ja, ich weiß noch nicht, wie man das macht. Ich muss noch googeln, wie dieses Schneideprogramm überhaupt funktioniert. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen die chronologische Reihenfolge. Und deswegen fange ich an mit dem ersten Tattoo, was ich mir jemals abstechen lassen. Davon habe ich leider kein Foto mehr, und ich habe dieses Tattoo auch nicht mehr. Und zwar hat das die Geschichte, dass ich damals 17 Jahre alt war und einfach ums Verrecken ein Tattoo haben wollte. Also einfach irgendwas quasi. Und bin ich eben einfach zum nächstbesten Tätowierer gegangen, den ich gefunden habe, und habe mir das eben stechen lassen. Also, und zwar, das sollte eine weiße Taube werden. Allerdings war dieser Tätowierer sehr schlecht, also wirklich, und demnach sah das Tattoo eben einfach so fürchterlich aus, dass ich dann anschließend bei einem besseren Tätowierer mir was anderes habe drüber stechen lassen. Ja, da war ich dann, glaube ich, mittlerweile 18. Es kann aber sein, ich war immer noch 17, ich weiß nicht genau. Ja, und auf jeden Fall blende ich euch jetzt erstmal die Tattoos ein, von denen ich gerade spreche. Also, das ist eben diese weiße Taube und ein schwarzer Rabe. Weiße Taube, die ich davor hatte, also die hässliche, die war ursprünglich unter dem schwarzen Raben. Also eigentlich sollte es andersrum sein, dass die Taube auf der linken Seite ist, weil die linke Seite ja, also auf der linken Seite ist das Herz und so. Das war der Gedanke dahinter. Ja, allerdings war die Taube dann eben so hässlich, dass mein nächster Tätowierer dann den Raben eben darauf stechen da musste. Ja, ist aber nicht so schlimm, weil jetzt ist es ja im Endeffekt so, dass die weiße Taube, die schaut ja nach links, also sie fliegt quasi auf die linke Seite zu. Das heißt, sie fliegt Richtung Herz, was ja dann auch wieder okay ist. Ja, jedenfalls ist es bei diesem Tattoo so, dass dieses tatsächlich nicht mal so wirklich eine Geschichte hat, also zumindest nichts, was jetzt mit mir zu tun hat, und zwar eben einfach aus dem Grund, weil ich ja, wie ich schon gesagt, 17 war und einfach irgendein Tattoo haben wollte. Und ja, mein Gedanke dahinter war halt, ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Also die weiße Taube ist halt so für Frieden und sowas, und der Rabe ist dann halt so das Gegenteil, so hier mit Tod und bla, Friedhof und sowas, also so gut und böse quasi. Mittlerweile finde ich dieses Tattoo ehrlich gesagt nicht mehr so toll, weil eben, weil es keine wirkliche Geschichte hat. Also eigentlich alle anderen Tattoos, die ich habe, erzählen eine Geschichte von mir persönlich, und
mir einfach sowas abstechen lassen, was dann irgendwie so eine Standardbedeutung hat, die jetzt halt gar nichts mit mir zu tun hat irgendwie. Ja, aber jetzt ist es halt so. Und ich werde auch später, wenn ich dann das nötige Kleingeld dafür habe, werde ich die Tattoos noch ein bisschen aufhübschen, also dass da noch quasi alles voll wird um die Tattoos rum, damit es einfach wenigstens mal ein bisschen schön aussieht und so, weil die, wenn wir mal ehrlich sind, sehen die Tattoos mittlerweile halt auch nicht mehr wirklich schön aus, weil ich die damals überhaupt nicht gepflegt habe irgendwie. Also ich habe alles falsch gemacht, was man bei einem Tattoo falsch machen kann. Ich bin nach 2 Wochen oder so bin ich schwimmen gegangen und lag dann in der Sonne und was weiß ich was, und dann bleichen die natürlich mega aus. Also so weiß wie diese Taube jetzt ist, so weiß sollte die eigentlich gar nicht sein. Man sieht die ja fast gar nicht mehr. Und das ist natürlich schlecht. Deswegen, ja, also ich werde es auf jeden Fall nochmal korrigieren, sag ich mal. Ja, damit es wenigstens einigermaßen schön ist. Ja, so viel zu meinem ersten Tattoo. Mein zweites war dann, das sieht man jetzt hier auch nicht gescheit, so dieser Blitz hier. Das war mein zweites, welches ich auch nachstechen lassen musste, weil ich schon wieder schwimmen gegangen bin nach ein paar Wochen. Also ja, sollte man nicht machen. Merkt euch das, wenn ihr ein Tattoo frisch habt, nicht schwimmen gehen, weil dieses ganze Chlorwasser und so, das ist so schädlich für ein frisch gestochenes Tattoo. Also, nein, macht das nicht. Ja, jedenfalls war das so mein zweites. Ich werde das vielleicht auch nochmal mit einem Foto einblenden, weil so sieht das irgendwie aus, als wäre das total schief. Dabei ist nur meine Hand schief. Ja. Das ist jedenfalls von einer Band. Das Logo, beziehungsweise ein Teil vom Logo. Ich kann euch ja das Logo mal einblenden und dann seht ihr, was ich meine. Ja, also jedenfalls ist das der untere Blitz von dem Schriftzug. Also, ne, ich blende euch das Foto ein und dann seht ihr, was ich meine. Ne? Ja, und jedenfalls, wie soll man das erklären, ohne dass ich jetzt hier mein ganzes Leben offenbare? Also diese Band hat mir eben sehr geholfen, sage ich mal, in schweren Zeiten, weil es von dieser Band sehr, sehr viele Lieder gibt, die eben extrem motivierend sind. Also durch die man sich dann auch nicht mehr so alleine fühlt, sage ich mal. Also, weil es gab Zeiten, da habe ich mich irgendwie von Gott und der Welt einfach total verlassen gefühlt. Und und dann habe ich eben mal die Lieder von dieser Band gehört und das hat mir dann eben ziemlich geholfen und alles. Und deswegen habe ich dann einfach sozusagen, damit ich, man könnte sagen, damit ich daran erinnert werde, dass ich eben nicht alleine bin, weil egal wer mich alles verlässt und egal wie scheiße alles ist, diese Band hier ist immer da. Und zwar hier. Und dass ich das eben weiß quasi. Und deswegen habe ich es mir dann auch so rumstechen lassen, weil, also im Prinzip ist das ja falsch rum, ne? Wenn ich jetzt den Arm so normal halte, dann müsste der Blitz ja eigentlich in die andere Richtung zeigen, damit die anderen das dann sehen. Aber den habe ich mir extra so stechen lassen, dass ich es sehen kann, weil das weil das eben kein Tattoo ist, was die anderen sehen sollen, sondern das ist ausschließlich für mich gedacht im Prinzip, also damit ich drauf gucke und mir denke, genau, so quasi. Ja, so viel dazu. Und dann habe ich anschließend, ich kann das so schlecht einfangen hier, das habe ich mir dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ein oder ein halbes Jahr später habe ich mir dann eben noch diesen Schriftzug da dazu gemacht. Und zwar ist das aus einem Lied von dieser Band, von der gleichen. Und zwar ist es das Lied im Himmel. Ich glaube, ich habe ich darüber schon mal was erzählt. Ich weiß gar nicht. Vermutlich. Auf jeden Fall das Lied im Himmel. Und das ist eben mein absolutes Lieblingslied von denen. Und das ist auch, also übertrieben gesagt, könnte man sagen, das ist der Grund, warum ich
am Leben bin oder sowas. Das ist halt, ja, also das Lied habe ich halt wirklich immer gehört, wenn es mir nicht gut ging und so weiter. Weil das einfach so motivierend und aufbauend ist und so einen schönen Text hat und alles. Und ja, deswegen habe ich mir eben diese Textstelle rausgesucht. Damit ich ein Zitat von Betontod auf dem Arm stehen habe. Und ja, und auch so. Und es ist auch so ein sehr, sehr schöner Spruch. Also auch Leute, die die Geschichte gar nicht kennen und die denken, dass ich mir das halt einfach so, weil es gut klingt, hätte stechen lassen. Die sagen auch immer, boah, ja, voll schön und so. Und man kann es natürlich auch auf mega viele Arten deuten. Ne? Also zum Beispiel eine meinte mal, sie findet das so cool, weil das auch auf das Tattoo selber bezogen sein könnte, theoretisch. Also weil man sich quasi auch den ganzen Arm voll tätowieren lassen könnte mit lauter Sachen. Und stattdessen dann aber einfach hier ein wenig kann so viel sein. Also ne, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Aber ja, also es ist auf jeden Fall egal, wie man sieht und ob man die Geschichte dazu kennt oder nicht. Ich finde es total cool. Ja. Und der Spruch an sich ist natürlich auch, ja, den kann man im Prinzip auf fast jede Lebenssituation beziehen und irgendwie, ja, dann muss ich kurz überlegen, welches denn mein nächstes Tattoo war. Ist das zum Fall? Ich glaube ja. Oder war es das? Nee, das hier ist ziemlich neu. Nee, es war unten am Fuß. Komm, ist das nächste gewesen. Das blende ich euch ein, weil das kann ich jetzt schwer zeigen. Ja, und das ist ein weiteres Bandlogo. Und zwar von der Band Soundfall. Das wird den wenigsten wahrscheinlich jetzt irgendwas sagen. Also, das ist so eine Punkband, die nicht wirklich berühmt ist. Und das hat eigentlich eine ganz witzige und dämliche Geschichte. Aber ja, ich mag es eigentlich trotzdem, weil es eben einfach eine Geschichte erzählt. Jetzt im Gegensatz zu den Vögeln hier zum Beispiel. Naja. Und zwar war das damals so, dass ich, muss mal überlegen, ich war auf einem Konzert von denen zweiten oder dritten Mal. Und dann dachte ich mir so, ach komm, ich schreibe denen einfach mal auf Facebook. Also nach dem Konzert habe ich denen dann auf Facebook geschrieben. Und ich habe so geschrieben, ja, cooles Konzert und so. Und ich habe vergessen, mein Lieblingslied zu spielen. Ja, und dann hat tatsächlich jemand geantwortet, was denn mein Lieblingslied war. Und wir haben so ein bisschen was geschrieben und bla. Und ich war da voll happy, weil ich gar nicht damit gerechnet hätte und so. Und dann nach einem Tag oder nach zwei hat mir einer von denen eine Freundschaftsanfrage gestellt auf Facebook und ich war so voll what the, oh mein Gott und so. Und war so voll euphorisch und so. Dann haben wir halt so die ganze Zeit geschrieben und bla und irgendwann haben wir sogar auf WhatsApp geschrieben und ich war so voll, boah, das gibt's doch nicht, war ich so voll, ne? Und ja, also ich bin immer so ein bisschen Fangirl-mäßig drauf, wenn man das so sagen kann. Oder war es zumindest früher, mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Ja, und dann haben wir halt immer so geschrieben und alles. Und ja, und ich fand das halt so krass einfach. Und das war auch echt ein netter Typ und so. Und dann dachte ich mir so, ey, komm, weißt du was? Ich lasse mir jetzt einfach das Logo von denen stechen, weil ich den beeindrucken will und weil ich will, dass er mich feiert und so weiter. Also richtig doof eigentlich. Und dann habe ich es eben auch gemacht und habe mir das Tattoo stechen lassen. Und er hat es tatsächlich gefeiert und meinte tatsächlich, war krass, dass du sowas machst und so voll cool. Und hat sich echt gefreut und so. Ja, und dann hat sich im Nachhinein irgendwann rausgestellt, dass das in Wahrheit voll der komische Typ war. Also, wie soll ich sagen? Ich will jetzt nicht so viel erzählen, aber auf jeden Fall. Also als Beispiel habe ich dann zum Beispiel irgendwann, als ich dann meinen Freund hatte, meinte er dann so, ja, voll blöd, dass du so ein Freund bist und war da so voll, na, irgendwie enttäuscht.
Es gibt Menschen, für die ist das kein Hindernis, aber für mich schon. Ja, und jedenfalls war der dann so voll komisch halt und was weiß ich und hat sich dann auch nach und nach gar nicht mehr gemeldet. Ja. Ja, auch ja, und dann war es auch noch so, dass kurze Zeit später eigentlich stand dann auf der Seite also auf der Facebook-Seite von Soundwire stand da so, ja, hier, der Typ ist nicht mehr in der Band und so. Also mittlerweile ist der gar nicht mehr von Soundwire, was vielleicht auch besser ist, weil jetzt habe ich ein Bandlogo von einer Band mit normalen Menschen und nicht mit so einem komischen Typen. Ja. Also wie gesagt, das ist eigentlich eine total blöde Geschichte, zumal ich jetzt mittlerweile Zaunfall auch nicht mehr so krass mag. Also die sind okay, aber ich höre es jetzt nicht so die ganze Zeit, ne? Und mittlerweile bin ich eh eigentlich so ein bisschen mehr auf Metal und sowas. Weil früher, also es gab eine Zeit, da habe ich nur Punk gehört, die ganze Zeit. Und irgendwie kann ich das mittlerweile gar nicht mehr, weil irgendwie, weiß ich nicht, nach einer Zeit denkt man sich da irgendwie so, was labert ihr? Also ich weiß nicht, die meisten von euch werden wahrscheinlich noch nie eine richtige Punkband gehört haben. Also jetzt nicht sowas wie die Toten Hosen oder so, sondern richtiger Punk-Punk. Das kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht, aber das ist halt echt teilweise so sinnlos, beziehungsweise, ja, also es gibt eigentlich zwei Arten von richtigen Punk-Bands. Die einen sind die ganze Zeit auf, so voll politisch, dass sie die ganze Zeit sagen, boah, hier Antifa und Nazis sind scheiße und wir zünden Autos an und was weiß ich was. Kein Scheiß, es gibt echt ein Lied, da heißt, wie geht das? Nachts zünden wir Häuser an und zünden Autos an, irgendwie sowas. Also ja, schon brutal eigentlich. Und wenn man jetzt gar nicht, also wenn man jetzt so voll der friedliche, nette Mensch ist, so wie ich, dann sitzt man da irgendwie davor und denkt sich so, warum? Also klar, ich meine, Nazis sind scheiße und sowas, aber Autos anzünden und so, nein, einfach nein, sowas muss nicht sein. Ja, jedenfalls, das ist eine Richtung, in die Punk gehen kann. Und die andere Richtung, in die Punk geht, ist Saufen. Also wirklich, es gibt irgendwie, also bestimmt 70% oder so aller Punk-Lieder, sag ich mal, bestehen einfach nur aus Saufen, Saufen, Saufen. Und dann natürlich noch so Sachen wie, boah, hier Arbeit ist scheiße und was weiß ich. Ja. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie mal so eine Zeit lang so eine ein bisschen rebellische Phase, wo ich den ganzen Schluss tatsächlich so ein bisschen geglaubt habe. Zumindest was Arbeit und sowas angeht. Und auch hier mit dem, na, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Aber getrunken habe ich noch nie. Ich trinke keinen Alkohol und habe es auch noch nie. Und ich war noch nie betrunken oder irgendwas. Also, na, das muss man mir lassen. Ja, jedenfalls. Weiß ich nicht, habe ich das eine Zeit lang irgendwie voll gefeiert und so, aber mittlerweile denke ich mir da eher so, nee, muss nicht sein, so. Also vielleicht mal auf einem Konzert oder so, wenn man ein bisschen gut drauf ist und so, und dann kommt mal so ein Sauflied, da kann man dann auch mal nüchtern, wohlgemerkt, dastehen und sich denken, yay, saufen. Aber ansonsten, dass ich jetzt so zu Hause sitzen würde und das hören, nee, nicht mehr. Ja, jedenfalls, ich drifte voll ab. Genau, es ging um Zaunfall. Ich wollte nur sagen, dass ich die mittlerweile jetzt nicht mehr so krass mag eigentlich. Und ja, aber das Tattoo ist trotzdem cool. Einfach wegen der witzigen Geschichte, die man dazu erzählen kann. Ja. Okay, wir kommen mal zu einem besseren Tattoo, sage ich mal, oder zu einem sinnvolleren. Muss ich kurz überlegen, ob es das war oder das auf dem Rücken. Ich glaube, ich mache einfach mal mit diesem weiter. So, das kann man jetzt auch so schlecht wieder sehen. Vielleicht blende ich es lieber ein. Ja, so sieht man es ganz gut. Also auf jeden Fall ist das eben dieser Regenschirm. Daneben steht
wahrscheinlich den Leuten eher ein Begriff als jetzt Zaunpfahl und so. Ja, der Schirm ist von dem neuesten Album. Das Logo eben. Ja, die Geschichte dazu ist so ziemlich die gleiche wie von dem hier auch. Also, ja, haben mir geholfen in schweren Zeiten und sowas. Drown ist eben ein Lied von denen, und zwar eins der coolsten Lieder, die jemals geschrieben wurden. Also, das ist so, so schön. Und ja, ich liebe es einfach, und deswegen musste das unbedingt dahin. Der Regenschirm. Den habe ich diesmal anders, also weil hier der Blitz, den habe ich ja so gemacht, dass ich es sehen kann. Und den Regenschirm habe ich andersrum. Ja, aus mehreren Gründen eigentlich. Also einmal, damit die Leute es sehen können eben. Und außerdem ist es ja auch so, also wenn ich ihn jetzt anschaue, dann wird der Regen ja quasi aufgefangen. Weil hier sind ja die Regentropfen. Wenn ich es jetzt so anschaue, dann wird der Regen aufgefangen. Ihr versteht, was ich meine. Ja, deswegen ist der so rum. Also richtig rum quasi. Ja, und dann die Wörter sind auch, hat man das gesehen, das White ist so rum, dass ich es sehen kann. Und das Drown ist so rum, dass ich es nicht sehen kann. Also, wenn ich jetzt meinen Arm so rum, wenn ich jetzt meinen Arm richtig rum habe, quasi so, dann ist das Drown richtig rum. Ja, einfach aus dem Grund, damit ich eben sehe, dass ich zu kämpfen habe und dass ich nicht ertrinke, so quasi. Ihr versteht, was ich meine, bestimmt. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also, das ist eben einfach so ein bisschen, dass man aufgebaut wird, quasi. Und dass ich dann, wenn es mir schlecht geht, eben drauf gucken kann und sehe, ja, geht weiter, quasi. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Tattoo, glaube ich, ja. Und zwar ist das das auf dem Rücken, das blende ich euch ein. Das zu erklären fällt mir irgendwie immer so, so schwer, obwohl es eigentlich richtig viel dazu zu erzählen gibt. Aber irgendwie habe ich es noch nie geschafft, das jemandem so zu erklären, dass er es verstanden hat. Also, ich fange mal mit den Brennnesseln an, vielleicht. Die habe ich mir einerseits aus dem Grund stechen lassen, weil es nicht so Mainstream ist, weil es nicht jeder hat. Weil ursprünglich wollte ich nämlich eigentlich Rosen haben. Also ein Buch, was dann so mit Rosen ummantelt ist, kann man das so sagen. Mit Rosen habe ich allerdings das Problem, dass das so, so, so viele haben. Also ja, wenn ihr euch mal draußen umguckt, da hat jeder Zweite hat irgendwo Rosen tätowiert. Und ja, und ich bin immer so ein Mensch, wenn etwas ganz Mainstream ist, dann mag ich es automatisch nicht mehr irgendwie. Ich weiß nicht, weil das ist halt, ich will halt irgendwie ein bisschen einzigartig sein. Und wenn ich dann mir ein Tattoo stechen lasse, was jeder hat, dann, ich weiß nicht, ich bin da nicht so, weil vor allem dann denken die Leute auch, ich hätte es einfach nur gemacht, weil es eben Mode ist quasi. Und ja, deswegen, sowas mag ich nicht. Ja, hab dann eben überlegt, was könnte ich denn noch für Blumen oder für Pflanzen machen, was eben nicht jeder hat. Und dann dachte ich mir so, eigentlich wären Brennnesseln doch ganz cool. Warum Brennnesseln? Eigentlich aus dem einfachen Grund, weil Brennnesseln, also erstmal ist es natürlich was Schlechtes eigentlich, ne? Wenn man in Brennnesseln reintritt, dann ist das ziemlich mies. Andererseits sind Brennnesseln natürlich auch wieder ziemlich gesund. Ne? Also wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel einen Brennnesseltee macht oder so, dann ist es mega gesund und voll gut.
ist auch wieder so ein bisschen mit Gut und Böse, fällt mir gerade auf. Also, wie auch hier die Taube und der Rabe. Ja, das war der erste Gedanke dahinter. Der zweite Gedanke war der, dass wenn das Buch in den, also das Buch ist im Prinzip, ja, wie soll man es beschreiben? Weiß ich nicht. Also ich lese ja sehr, sehr gerne und ich schreibe auch Gedichte und Geschichten und sowas. Es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie meistens nur Gedichte und sowas schreiben kann, wenn es mir nicht so gut geht tatsächlich. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch zum Beispiel schon wieder seit Monaten, also bestimmt seit einem halben Jahr oder so, habe ich gar nichts mehr geschrieben, weil es mir zurzeit einfach relativ okay geht und dann kann ich. Und dann kann ich irgendwie nichts schreiben. Ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen komisch bei mir. Ja, also das heißt im Prinzip, dass man erst an dieses Buch rankommt, wenn man durch diese Brennnesseln gefasst hat. Versteht ihr, was ich meine? Also mir muss es quasi schlecht gehen, damit ich ein Buch verfassen kann. So ungefähr. Ne? Das war so die Grundidee dahinter. Und wenn man da jetzt noch ein bisschen weiter drüber nachdenkt, dann würden einem noch tausende Sachen einfallen, was man dazu sagen könnte und alles. Also es ist ein sehr, sehr vielseitiges Tattoo, würde ich mal behaupten. Da kann man extrem viel rein interpretieren und ja, und es sieht natürlich auch einfach mega schön aus. Also ich finde es echt cool, zumal es eben, wie schon gesagt, halt echt was Besonderes ist. Also das hat jetzt nicht jeder. Und ja, das ist mir auch immer extrem wichtig bei Tattoos, dass es eben, dass ich quasi die Einzige bin, die das hat, oder?